Ja, das war natürlich ein absolutes Highlight. Ich kann mich sehr gut erinnern. Ich fing an in Leverkusen. Wir waren Vierter in der Tabelle vorher. Und ich habe erst im 1. Juli dann angefangen. Und dass der ganze Verein mir immer nur ins Herz gelegt hat, wir müssen in die Champions League. Das wichtigste Spiel war damals Roter Stern Belgrad. Wir mussten uns selbst qualifizieren. Und dann kam natürlich die Gruppenauslosung mit dem FC Barcelona. Das war natürlich ein absolutes Traumlos für uns. Und ja, wir lagen 1-0 zurück in der ersten Halbzeit. Die haben so ein bisschen vorgeführt. Wir waren ein bisschen ängstlich und ich habe dann von der Viererkette auf die Dreierkette umgestellt. Ich nahm den Sebeskin raus, der rechten Außenbahn. Das war natürlich ein hohes Risiko und habe dafür Jelire Bastürk gebracht, der ja dann auch in der, glaube ich, 253. Note dann das 1-1 markiert hat. Wir haben dann völlig verdient in der zweiten Halbzeit 2-1 gewonnen. Wir hatten dann in der zweiten Halbzeit das Übergewicht, was Barcelona in der ersten Halbzeit hatte und haben dann auch verdient gewonnen. Ja, wir haben im Prinzip ja fast die ganze europäische Elite da eliminiert bis zum Endspiel gegen Real Madrid. Ich kann mich sehr gut erinnern, der Ulf Kirsten hat damals gesagt, ich würde einmal gern auf der Insel spielen, weil Bayer Leverkusen nie gegen eine englische Mannschaft gespielt hat. Wir haben dann bekommen Arsenal London, Liverpool, Manchester United und haben alle rausgekegelt. Und Juventus Turin war dabei, Barcelona, wie gesagt. Und es war ein absoluter Traum, aber man hatte nie Zeit. Wir haben immer samstags, mittwochs gespielt. Wer denkt, dass man die top-europäischen Mannschaften da rausschmeißt und im Endspiel gegen Real Madrid steht? Wenn wir es vor der Saison gesagt hätten, ich wäre, glaube ich, barfuß nach Glasgow gelaufen damals und auch in der Meisterschaft bis zum Schluss dabei, Pokal-Endspiel. Das war ein absolutes Highlight für jeden Einzelnen von uns in Leverkusen. Wir haben das auch richtig genossen.